Das geht gar nicht in unsere Köpfe rein. Das ist Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Im Normalfall ist die Arbeitsteilung bei uns so, dass Julie kocht. Ich wasche dann hinterher komplett das ganze Zeug ab und sowas alles. Heute Morgen sieht es mal anders aus. Ich mache uns hier schön Frühstück. Für Julie gibt es ein gekochtes Ei. Für mich gibt es Rührei, was total versaut ist jetzt schon. Jetzt sieht es eher nach Omelette aus. Julie guckt gerade das Video für morgen Probe. Also heute ist Samstag. Morgen kommt es ein neues Video online. Und dann gibt es erstmal schön Essen. Und dann zeige ich euch mal, wo wir hier in Griechenland sind und wie es hier aussieht. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist der 31. Oktober. Wir befinden uns in Griechenland und Nino geht gerade schnorcheln. Das geht gar nicht in unsere Köpfe rein, dass es noch so schön warm ist. Und ja, wir haben großes Glück, dass wir das erleben dürfen. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. Gestern an unserem neuen Stellplatz angekommen, haben eine richtig schöne Nacht verbracht, waren gestern noch mal ordentlich surfen und jetzt heute Morgen gibt es ein ganz entspanntes Frühstück. Wir machen heute mal Toast mit so einem kleinen Toaster. Die Idee nach wie vor vom Bully Surfer, vielen, vielen Dank dafür. Verlinke ich euch trotzdem mal unten in der Videobeschreibung einfach. Sehr, sehr genial das Teil, dann kann man nämlich unterwegs auf dem Gasherd auch toasten. Julie isst ein ganz normales Graubrot, ist schon Orangensaft eingeschenkt, ein kleiner Tee. Ja, und dann genießen wir den Tag auf jeden Fall heute noch hier, weil hier ist wirklich richtig, richtig schöner Strandabschnitt und das zeige ich euch natürlich nachher auch noch ein bisschen. Und dann wollen wir mal sehen, dass es, glaube ich, morgen Richtung Olympia weitergeht, aber das werdet ihr dann im Folgenden auf jeden Fall sehen. Eine kleine Sache noch zum Thema Gas, und zwar ist es ja so, dass wir in Italien haben wir es öfter versucht, Gas aufzufüllen. Das Ganze hat leider nicht funktioniert, weil es fehlte uns einfach ein Adapter. Ich habe in Deutschland ein Adapter-Set gekauft, das ist allerdings ein Entnahme-Adapter-Set, das ist natürlich genau das Falsche. Das heißt, damit könnten wir zum Beispiel eine Gasflasche in Italien oder Griechenland kaufen und an unser deutsches System anbringen. Das habe ich halt fehlerweise gekauft. Ich werde euch aber unten in die Videobeschreibung mal das richtige Adapter-Set packen, weil in Italien hat uns sehr oft dieser Adapter gefehlt, dass die uns halt die Flaschen auffüllen hätten können. Dann sind wir aber ja mit der Fähre nach Griechenland rübergefahren, haben direkt in Patras eine Auffüllstation gefunden. Der hat uns das auch fertig gemacht. Das hat ein paar Stündchen gedauert. Wir haben die Flasche abgegeben, sind ein bisschen durch Patras gewandert und dann konnten wir die volle Flasche wieder abholen. So haben wir jetzt auf jeden Fall wieder einen Gasvorrat für die nächsten Monate. Wir hatten auch keinen Stress, also wir haben zwei 5 Kilo Flaschen und wir haben quasi erst die zweite angebrochen. Allerdings ist es natürlich sehr wichtig, dass wir Gas haben. Damit läuft eben unser Herd und im schlimmsten Fall, wenn es dann irgendwann mal kalt werden sollte, auch die Heizung. Und aus dem Grund haben wir das Ganze jetzt aufgefüllt. Ist auch ein bisschen teurer gewesen als in Deutschland. Aber was soll's, im Endeffekt müssen wir Gas haben und eine neue Flasche zu kaufen oder irgendwie eine andere Flasche zu kaufen mit dem System hier, wäre natürlich auch Quatsch. Von daher sind wir sehr, sehr froh, dass das jetzt geklappt hat. So haben wir jetzt wieder
2 fast volle Flaschen und wir sind die nächsten Monate auf jeden Fall safe. You know that it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. An dieser Stelle noch mal eine kleine Werbung für meinen Shop. Ich bin gerade dabei, noch ein paar Bestellungen abzuarbeiten und da das Weihnachtsgeschäft ja jetzt losgeht bzw. schon in vollem Gange ist, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass wir ja aktuell in Griechenland sind und daher die Versandzeiten länger sind. Ich kann nicht genau sagen, wie lange. Ich habe jetzt von hier aus noch nichts verschickt. Aus Italien war es ungefähr 2 Wochen. Also denkt dran, rechtzeitig zu bestellen, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Und da in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte womöglich alle ausfallen werden, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal auf meinen Instagram-Kanal oder euch durch meinen Shop stöbert. Vielleicht ist ja was für euch dabei. So, ich hatte den Jungs heute Morgen gesagt, dass ich heute Zimtschnecken mache und jetzt ist es 4:30. Ich habe es natürlich vergessen. Und jetzt pochen sie darauf, dass ich das noch mache. Mache ich natürlich auch und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Das war eine Sache von 5 Minuten. Die Zimtschnecken sind jetzt im Omnia und werden da für 10 Minuten backen. Ich bin mega gespannt. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, aber das Ergebnis werdet ihr natürlich dann gleich sehen. Wir sind jetzt von der Küste aus von unserem Stellplatz Richtung Olympia gefahren. Hier haben wir jetzt das Museum uns schon angeschaut. Der Eintritt kostet hier 6 Euro. Drin habe ich jetzt gar nicht gefilmt, weil hier draußen dran steht, gewerbliche Zwecke. Für gewerbliche Zwecke ist das Filmen verboten bzw. muss angemeldet werden. Und naja, man will ja keinen Stress und deswegen müsst ihr ohne die Bilder auskommen oder selber mal nach Griechenland kommen und zu Olympia gehen. Ja, wir schauen uns jetzt hier draußen noch ein bisschen um und ich denke, da werde ich euch auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen machen. Wir sind jetzt bei Olympia durch, haben da noch lecker Gyros genossen. Leider Gottes konnten wir da doch nicht filmen bzw. konnten einfach nicht mehr aufnehmen, weil wir wurden schon direkt angesprochen auf die Kamera, weil das ja auch ein externes Mikrofon hat, das Teil und so. Sieht natürlich sehr auffällig aus. Wir haben auch gesagt, es ist nur für YouTube und so. Allerdings will man ja auch korrekt bleiben. Prinzipiell ist es ja gewerbliche Nutzung und ich will da ja auch keinen Ärger haben. Deshalb habe ich die Kamera einfach weggepackt. Wer also Olympia gerne mal sehen möchte, muss leider nach Griechenland kommen. Allerdings sind wir jetzt auf dem Weg zu unserem nächsten Stellplatz und hier haben wir noch was entdeckt. Das wollen wir euch unbedingt noch zeigen. Jetzt werde ich mal ab in den Himmel starten.
jetzt an dem neuen Spot hier angekommen. Wie ihr seht, sind wir erstmal wieder alleine. Marie und Alex sind weiter ins Inland gefahren, um ein bisschen wandern zu gehen. Und wir sind nicht so die großen Wanderer, deswegen sind wir die Küste weiter entlang gefahren. Bei uns stand heute auf der Tagesordnung Motoröl zu suchen. Und wir haben es auch gefunden an einer Tankstelle. Und wir wollten ein ganz bestimmtes haben, weil wir damit bisher gut gefahren sind. Und dann sind wir zu einer Werkstatt gefahren, weil wir jetzt so die 7500 Kilometer erreicht haben und danach ist ja Ölwechsel dran. Und wir haben erst gefragt, ob wir das selber machen können, weil wir jetzt nicht mehr so viel Vertrauen zu irgendwie Werkstätten haben, weil ja doch immer mal was passiert und wir den Motor ja jetzt eigentlich ganz gut kennen. Allerdings durften wir es nicht selber machen, wahrscheinlich hat das ja, Versicherungsgründe, wie auch immer. Also haben wir das Auto in die Hände der Werkstatt gegeben, mit ein bisschen Bammel. Also wir standen davor und haben schon ein bisschen gezittert, weil da ja doch ab und zu was, also weil ja doch mal was schief gehen kann. Allerdings haben wir ja das Öl gestellt und auch den Ölfilter gestellt. Und 50 Minuten hat es gebraucht. Und danach hat er uns erklärt, was er gemacht hat. Und wir haben schon gezittert, aber sind letztendlich doch froh. Und wir haben auch das Vertrauen gewonnen. Sie waren ganz nett und sehr hilfsbereit. Und ja, für diese 50 Minuten, die er gearbeitet hat, haben sie 15 Euro verlangt, was wir irgendwie, also diese Preise kennen wir gar nicht. Haben natürlich ein bisschen Trinkgeld obendrauf gegeben. Und ja, jetzt stehen wir hier direkt am Strand mit wundervoller Sonne und werden gleich noch ein bisschen spazieren gehen.